willkommen zurück bei Let's Play Dragon Quest 6, Wandler zwischen den Welten. Also, erstmal, euch ist sicherlich aufgefallen, dass ich jetzt an einer anderen Stelle stehe. Ich habe den letzten Part nochmal nachgespielt, weil ich halt auch Geld verloren habe. Nicht viel, muss man schon sagen, aber ich weiß nicht, irgendwie wollte ich das jetzt nicht so auf mir sitzen lassen. Dann werde ich das jetzt alles nochmal versuchen und schon mal als kurze Vorwarnung, ich bin gerade nicht in der besten Stimmung, um aufzunehmen. Aber das Problem ist, ich fahre jetzt das Wochenende, also von Freitag bis Dienstag weg, da kann ich gar nicht aufnehmen. Ich habe nichts in Reserve, das heißt, wenn ich jetzt nichts aufnehme, dann kommt nicht mal mehr Mittwoch und Donnerstag ein Part. Und ich bin gerade tierisch angenervt, weil ich war beim Friseur, der hat mir die Haare zu kurz geschnitten, dann ist hier gerade irgendwie wieder so eine Bullenhitze, so richtig schönes, schwüles Wetter. Meinetwegen kann jetzt auch der Winter kommen. Ich habe keinen Bock mehr auf Sommer. Der Sommer ist scheiße. So. Auf jeden Fall bin ich gerade etwas pissed off. Und wahrscheinlich nicht gerade, sind nicht gerade die besten Voraussetzungen, um so einen Part aufzunehmen. Vor allen Dingen mit dem nervigen Mistblag. Aber ich werde mir Mühe geben, ruhig zu bleiben und mich nicht aufzuregen. Ja, so. Also gut. Das letzte Problem war, der kleine Zwerg ist weg. Ich habe sowieso in der Komplettlösung mal kurz nachgelesen wegen diesem Blackscreen. Deswegen weiß ich jetzt auch, wo der hingerannt ist. Deswegen mache ich da jetzt auch keine große Sache drum. Also der ist irgendwo in Wieheim. Wo genau, habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, aber ich suche jetzt nicht, ich täusche jetzt nicht vor, unwissend zu sein und suche ganz Wieburg noch ab. Warte mal, ich musste mich, glaube ich, auch mal eben... Ja, ich wollte noch mal eben kurz... Ich habe Rebecca im Moment im Team, weil ich glaube, dass sie gegen diese Testviecher besser ist als Amos. Aber das weiß ich auch nicht genau. Ich werde vorher speichern und dann werde ich das so lange einfach versuchen, bis es geklappt hat. Und wenn das 5 Versuche kostet, dann werde ich das schön auf schnell stellen und euch noch eine schöne Musik hinter ran machen und dann, ja... Dann gucken wir uns das alles mal an. also mal schauen, ob ich da nicht auch was rausschneide, wenn das... Da, ist der kleine Bengel das schon? Nee, oder? Das ist der nicht, oder? Prinz Wieland hat seine Meinung geändert und ist zurückgekommen, um Verstecken mit mir zu spielen. Zumindest dachte ich das. Aber er ist einfach geradewegs an mir vorbeigelaufen. Gezittert hat er und ein bisschen geschluchzt. Was könnte ihm nur passiert sein? Ich bin passiert. Wo bist du, du kleine Ratte? Komm her. Ich möchte nicht gehen. Es ist zu gruselig. Du Memme, komm her. Warum muss ich monströsen Monstern entgegentreten und mich in einem lausigen Labyrinth verirren, um meinen Wert zu beweisen? Ich meine, ehrlich, wer will schon ein Prinz sein? Ich nicht. Ich bin aber unglücklicherweise auch ein Prinz. Und jetzt bewegt dein Arsch hier rüber. Du hast mich entdeckt noch einmal mehr. Amorok, ich vermute, du und deine Kumpane sind gekommen, um mich zurück zu dieser entzückenden Höhle zu eskortieren. Ja. Und ich nehme an, du würdest kein Nein als Antwort akzeptieren. Habe ich recht? Ja. Ich glaube, mir sind die Fluchtwege ausgegangen. Nur gut, ich gebe auf. Lass uns zurück zur Höhle stapfen. Prinz Wieland schließt sich der Gruppe an. Wie lange dann halt nur wieder, ne? Ich habe keine Lust, jetzt nach jedem einzelnen Monster hier wieder zurückrennen zu müssen und die kleine Memme wieder einzusammeln. Und wetten, wenn wir das dann alles hinter uns haben, stellt er sich dann dahin und sagt, das habe ich alles ganz alleine gemacht, habe ich das nicht toll hinbekommen. Bin ich nicht ein mutiger kleiner Kerl? Nein, bist du nicht. Ich bin ganz ruhig. Also gut. Gut. Windmumien. Ach ja, ich hoffe, ihr hört meine Klimaanlage im Hintergrund nicht wieder. Oder ich glaube, die habt ihr letztes Mal nicht gehört. Nee, das wüsste ich noch. Nee. Eigentlich müsstet ihr die nicht hören. Höchstens als kleines Rauschen im Hintergrund, aber das würdet ihr wahrscheinlich nicht mal wirklich wahrnehmen, weil die Hintergrundmusik von dem Spiel viel zu laut ist. Diese Windmumien gehen mir auch auf den Sack. Die halten echt viel aus. Guckt, und die machen vor allen Dingen viel Schaden. Guckt euch mal an, wie demoliert ich schon wieder bin. Oh, die sind viel zu schnell. Ach ja. Mal schauen, vielleicht muss ich bald mal wieder trainieren gehen hier. Da geht's schon wieder los. Ich hatte die Hoffnung, dass es weg ist, aber
Ich habe auch nirgends in der Komplettlösung das davon gelesen. Deswegen habe ich jetzt irgendwie eher das Gefühl, dass das an der ROM liegt. Ah, Mann. Das Peinhorn ist irgendwie saufeige, kann das sein? Und die sind saunervig. Aber die gibt's noch in einer anderen Variante. In dieser Höhle ist mir aufgefallen, als ich da hier reingegangen bin, als ich da nachgespielt habe. Die sind noch deutlich nerviger. Ah, so. Ich wollte gerade sagen, wo geht's rein? Da. So, diesmal bleibst du hier, du kleiner Scheißprinz. Noch ist er da. Ich hab dich im Auge, Blistblag. Ich hab dich im Auge, das glaubt man. Ich lass dich nicht aus dem Auge. Oh, da kommen sie schon, diese Oh, und wenn die einen anrempeln, das ist ungefähr das Schlimmste, was passieren kann. Das bringt einen fast um. Ich glaube, das macht immer einen prozentualen Schaden. Das heißt, ganz egal, wie viele Lebenspunkte du hast, du bist fast tot. Aber im Moment machen sie es gerade nicht. Wunder. Whatever. So. So. Kettenpeitsche. Gut. Die hatten wir uns ja auch, glaube ich, schon letztes Mal geholt. Wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Widerspenster. Ja. Rebecca, es geht gleich drauf. Das ist ungünstig. Toll. Der Ausflug in diese Höhle fängt sehr gut an. Ich bin schon so begeistert, das glaubt ihr gar nicht. Und ich habe so gute Laune. Ach ja. Also, Adrielle. Versuch uns mal Rebecca wiederzuholen. Ach Gottchen. Und nochmal. Gott. Komm jetzt wieder, du blöde Kuh. Das gibt's doch nicht. Der hat bald keine MP mehr, wenn du nicht wieder aufwachst. Jetzt sag mir nicht, ich soll wieder ganz zurücklaufen. Ich hab da keinen Bock drauf. Du blöde Kuh. Kannst du nicht ein bisschen schneller wieder aufwachen? Irgendwie, ich merk schon, dieser Tag mag mich schon wieder nicht. Ach ja. Ja, Milena hält leider gar nichts aus. Ach, Milena. Rebecca. Aber dafür hat sie viel bessere Zauber als Amos. Also, Rebecca, da habe ich die. Das ist so die Hoffnung jetzt, dass sie mir da noch irgendwie ein bisschen helfen kann, dass sie das Viech einschläfert oder irgendwie sowas. Weil das kann sie alles auch. Und diese Widerspenster. Die sind ens Kacke. Sie haben noch nicht gerempelt, aber das geht noch los. Also, als ich hatte hier ganz kurz in der Höhle trainiert, aber auch nur, um mal zu schauen, wie oft die dieses Rempeln machen. Da haben die mich in jedem Kampf, wo ein so ein Viech dabei war, angerempelt und halt fast umgebracht mit so einem Rempler. Rebecca macht sogar ganz gut Schaden. Sie hat nur echt wenig Lebenspunkte, würde ich mal sagen. Okay, Amos hat gerade eine neue Stufe gelernt. So, und ich werde jetzt erstmal gerade Safe State S. Schnellspeicherung. Obwohl, das hätte ich vielleicht... Warte mal, erstmal... rüsten wir uns gerade mal ein bisschen besser aus. Okay, das reicht schon. Die beiden behalten ihre Waffe. Die haben auch keine bessere, so wie es aussieht. Warte, dann kann... Wenn man alle heilen, gibt es hier doch irgendwo, oder? Ja. Da. Und jetzt speichere ich nochmal kurz. Gut.
Du musst geprüft werden. Oh, du, in dessen Adern königliches Blut fließt. Kämpfe mit mir und beweise, dass du würdig bist. Geprüft, du musst geprüft werden. Okay. Test 1, erneut. Also auf ein neues. Obwohl, nee, wir machen keine Schwächung. Wir haben keine Zeit für sowas. Ah, das trifft zu selten. So, was machen wir jetzt? Verringert die Abwehr, bla. Verringert die MP, ist aber auch nicht so. Waffenruf. Was könnten wir dann... Also wir können sie halluzinieren lassen, wir können ihn in Verwirrung stürzen. Ich versuche ihn jetzt mal unsererseits auch mal in Verwirrung zu stürzen und hoffe mal, dass das klappt. Ich glaube, diese Schwupp- und Wupp-Zauber, die funktionieren bei so Mittelbossen nicht wirklich oder so Zwischenbosse. Und die Chance ist auch ganz klein nur. So. Ah, ich glaube, Rebecca ist gleich K.O. Das klappt ja gut bisher. Toll. Schön, dass diese Zauber mal so gut wirken, wenn sie mal wirken sollten. Also gut. Dann greif du mal an. Dann greifst du auch mal mit Brutzel an. Das ist der stärkste Angriff, den sie so hat. Ja, Multiheilung wäre natürlich geil. Mal alle eben heilen, aber... Tja, den Luxus haben wir leider nicht. Ich mache das jetzt auf Adriel, weil Adriel für mich am wichtigsten ist als Heiler. Oh, da geht's schon los. Okay. Gut, das ist schon mal ein guter Anfang. Ah, der ist resistent gegen irgendwie das, oder? Ah, scheiße. Ja, der ist irgendwie resistent gegen sowas. Ich mache jetzt mal... Verschaff dir die Hilfe einer Söldnerarmee gegen ein gewisses Entgelt. Das ist mir scheißegal. Ich will jetzt einfach nur dieses blöde Viech platt kriegen. Und Rebecca muss geheilt werden. Oh Gott, bitte nicht. Oh. Amarok ist schon verwirrt. Na toll. Das ist ja ganz reizend. Und wenigstens hat er sich nicht selbst umgebracht. Weil ich glaube, diese Armee lässt sich nicht verwirren. Oh, aber die trifft nicht. Ich hasse dieses Mistviech. Das weicht irgendwie fast allem aus, was irgendwie gerade so Sinn machen würde. Ja, da musst du so angreifen. Gut. Ja, dann heile ich mal Amarok. Bevor er sich selbst oder Schnitz umbringt. Ich bin ja so begeistert. Aber noch ist nur einer verwirrt. Das ist schon mal ein Fortschritt zum letzten Mal. Aber ich halte mal besser meine Klappe, weil ich glaube nicht, dass das ein Zustand ist, der lange anhalten wird. Ich befürchte... Hey! Sag mir nicht, Amarok hat verwirrt getroffen. Das gibt's ja nicht. Nein. Aber wenigstens ist Adriel nicht verwirrt. Das wäre ja noch schlimmer. Es gibt so einen blöden Zauber, der schützt die Gruppe vor Verwirrung. Ha, aber ich hab den nicht. Ich glaube, also ich lasse jetzt Rebecca schon dieses Monster-Dingens lernen. In der Hoffnung halt, dass sie das... Also eigentlich wird sie es wahrscheinlich lernen, als Monsterherrin dann. Ja, greif auch mal an. Und du greif auch mal an. Greif mal alle an. Aua, das war Schnitz. Danke, Amarok, für diesen wunderbaren Beitrag. So. Aber es sieht besser aus als beim letzten Mal. Meine Trefferquote ist noch nicht so geil. Irgendwie. So, ich heile mal Schnitz, weil Amarok benutzt Schnitz ja neuerdings als Punching Ball. Wie man ganz offensichtlich sehen kann. Ja, und Rebecca benutzt sich selbst als Punching Ball.
Wie lange hält diese Verwirrung allen an? Das gibt's doch nicht. Nicht ab. Schnell. Ach, Gott sei Dank. Oh, na toll. Ja, Schnitz, ich zähle auf dich, ne? Ich werde dir sehr verbunden, wenn du dich jetzt nicht auch noch verwirren lässt. Was macht der Amarok da? Aua, das war Amarok. Das war Rebecca. Das waren wir alle. Ich hasse diesen Gegner. Habe ich das schon mal erwähnt, bestimmt. Oh, er ist tot. Ha! Ja. So, Test 1 ist besiegt. Das war ja jetzt nur fast schlimm. Arm aus der Reitstufe. Dingensbummens. Nächste Stufe. Ihr habt bewiesen, dass ihr würdige Gegner seid. Ihr dürft passieren. Da. Was? Prinz Wieland scheint verschwunden zu sein. No shit, Sherlock. Ich bin so entspannt. Ich bin so entspannt. So, auf jeden Fall, ich werde den Part jetzt an dieser Stelle auch erstmal beenden. Diesen kleinen Bengel holen wir uns im nächsten Part dann wieder. Ich würde mal sagen, ich hoffe, der Part war nicht so ätzend, auch wenn ich gerade ein bisschen gereizt bin und dieser Kampf so verdammt nervig war. Egal. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios!